Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge des Gothic 3 Let's Plays, wo wir letzte Folge endlich nach langer, langer Zeit es hier geschafft haben, alles zu looten, alles zu töten, nach keine Ahnung wie viel Versuchen, und wir jetzt hier dabei sind, alles zu looten. Die ganzen Leichen, die ganzen Leute, die wir getötet haben, ich selbstverständlich die ganzen Loot hier mitnehmen möchte. Ich weiß zwar nicht, warum hier so viele Bolzen stecken, aber am Ende auch egal. Drinnen liegen noch mehr Leichen. Also wir haben es geschafft, letzte Folge Khabdun zu befreien. Ich bin der Meinung, dass wir das vielleicht etwas früh gemacht haben. Muss aber ganz ehrlich sagen, es ist mir relativ egal, ob wir vielleicht etwas früh an die Sache herangegangen sind, weil es hat geklappt. Das ist alles, was zählt. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal gelootet. Wenn ich jetzt die Sachen doppelt loote. Wenzel ist auch tot. Naja, schade. Sachen doppelt loote, dann ist es so. Schade, dass es Wenzel nicht geschafft hat. Weil ich glaube, es haben allgemein, es hat sehr viele Opfer gegeben. Aber auch ich musste viel, viel, viel dafür hingeben, dass ich das hier schaffe. Da ist noch ein Schild. Mann. Den noch looten. Ich glaube, wir sind gleich eine Rich Bitch. Ganz ehrlich, wenn wir das alles verkaufen werden, was wir hier gefunden haben, was wir jetzt auch dadurch alles als unser bezeichnen können, dann sind wir echt gleich reich. Was war das hier? Da ist noch ein Bolzen auf dem Boden. Ich meine, ich will jetzt hier nicht jeden Bolzen aufheben. Nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt hier wirklich jeden einzelnen Bolzen aufhebe. Aber alles, was man so auf die Schnelle findet, wird mitgenommen. Den hatte ich. Die Leiche fehlt noch. Und schön ist auch, alle Leichen, wo noch Namen drüber erscheinen, die kann man noch looten. Die Truhe hatte ich, glaube ich, auch schon aus Versehen gelootet. Ja. Ich glaube, die Truhe innerhalb des Hauses habe ich aus Versehen gelootet. Aus Versehen vor und einen alten Safe Game gelootet, nicht in diesen. Mann. So, dann gehen wir mal nach unten und gucken, wie es da unten aussieht. Nur die drei Goldkelche uns noch fix schnappen, oder sind die jetzt schon weg? Noch da, sehr schön. So. Waffenbündel. Da war der Teleportstein. Beste Erfolg steht die 3, Liebeskunst plus 1, Erfahrung 100. Ja, sehr schön. Ich würde zwar nicht behaupten, dass wir die jetzt geklaut haben, aber wir haben sie. Hier unten habe ich nichts getötet. Hier wäre bloß die Frage, ob hier Loot drin ist. Da ist eine Truhe. Da ist ein Pult. Gib mal da Infos. Am Anfang zogen die Nomaden über das Land und der ewige Wanderer führte sie. Okay. Was? Altes Wissen plus 5. Ein Wert, den ich noch nicht kannte. Wo steht der? Da, altes Wissen 5 unter Attribut. Der dritte von oben. Ich habe vergessen, meine Uhr zu starten, weil ich so aufgeregt war. 16:30. Ja, passt. Ich hatte nämlich überhaupt echt nicht damit gerechnet, dass wir das hier schaffen. Bin ich ganz ehrlich. Ich weiß auch immer noch nicht, ob das jetzt die beste und geilste Idee war. Wie sieht denn mein Questlog aus? Ich finde Xadas, finde alle Folge, vernichte die. Okay. Ich habe keine Quest im Log aktuell. Ja gut, Wenzel ist halt auch tot, ne? Ist halt auch nicht so geil. Kann ich jetzt alles noch looten? Ist überhaupt noch irgendeiner da? Die hier? Die Sklaven, die unsere Freunde sind? Das war ein voller Erfolg. Khabdun ist befreit. Danke, Fremder. Ich werde dich in meine Gebete einschließen. Nimm dies. Es soll dir auf deinen weiteren Wegen helfen. Zwei Heiltränke. Fest abgebrochen. Vernichte den Rebellenuntergrund in Khabdun. Pass auf dich auf. Ja. Ich würde sagen, wir looten jetzt hier noch alles. Wir haben uns das hier erkämpft. Machen wir auch. Mir egal. Wir
Wir beeilen uns noch mit den Looten, würde ich sagen, bevor hier das Lager vollständig mit Leuten wieder aufgefüllt ist. Weil ich vermute nämlich, das wird gleich passieren. Hier ist noch eine Truhe. War ich hier oben schon mal drin? Ja, war ich, aber ich hatte nicht gelootet. Das ändern wir mal. Wie war das nach dem Befreien? Kommt das Plündern? Ich bin ja gleich mal gespannt, was die Rebellen jetzt dazu sagen. Wenn wir zu den Rebellen gleich zurückkehren und denen das erzählen. Also es wird natürlich die erste Anlaufstelle sein, wenn ich jetzt, dadurch, dass Wenzel gestorben ist, wo ich ja eigentlich dachte, dass er mich jetzt weiterführt und Phil jetzt nichts weiter erzählt hat. Und dadurch jetzt logischerweise die Quest mit Vernichtet die Rebellen abgebrochen ist. Wird selbstverständlich die nächste Anlaufstelle sein, dass wir zu den Rebellen zurückkehren und gucken, was die so erzählen. War ich hier schon drinne? Ich glaube, die Truhe ist schon... Ja. Auf noch nach oben. Hier war ich noch nicht. Ich glaube übrigens, wenn die Truhe dieses orangene Leuchten hat, bedeutet das, dass die Truhe... jemanden gehört. Dass ich, wenn ich die loote, mich mir Feinde mache. Es ist zwar nur so eine Vermutung, aber ich glaube, die wird stimmen. Ich glaube, wir haben übrigens wirklich alle hier gerade in diesem Lager besiegt, letzte Folge. Mach sie erst zu deinen Freunden, um sie dann alle zu töten. So, das, die habe ich. Hier ist sonst nichts weiter. Ist hier noch was? Nö. Da ist noch eine Schatulle. Und Gold. Hier noch rein. Hier war ich, glaube ich, schon, ne? Oder? Nee. Zu schwer. Hier war ich noch nicht drin, ne? Lalala. Gebt mir einen Augenblick, ich muss halt erstmal alles looten, ne? Das habe ich, glaube ich, auch das noch kenn nicht ich schon. Gelesen. Doch, habe ich. So, hier so eine Schatulle und viel Gold und viel Gold und Silberpokal. Das war nicht der Plan. Silberpokal. Ihr müsst übrigens bedenken, falls ihr euch jetzt fragt, warum ich so viel loote. Wir haben Rüstungen, die kosten 70.000 Gold. Die wollen wir irgendwann haben. Ne, wir müssen gucken, dass wir an Kohle kommen, irgendwie. Nee, schlafen war nicht der Plan. Hier, stopp. So. Ist sonst auch nichts weiter. Dann hier rein. Der hat ja extra eine Wache. Die haben wir auch besiegt. Mal gucken, ob der was Wertvolles hatte. Nö. Haben alle nichts Wertvolles. Keiner von denen hier. Keiner hatte ansatzweise so wertvollen Loot, dass es sich gelohnt hätte, die zu bestehlen. Mal ganz ehrlich. So. Dann. Wir haben alles. Wir haben alle getötet, alle befreit. Es sind nicht mehr viele da. Außer die paar Sklaven. Die sich vermutlich bald über die Stadt hermachen. Natürlich haben wir haufenweise Waffen. Wir bräuchten aber einen Zweihänder. Das steht auch Voraussetzung große Waffen. Wir gucken mal, ob wir irgendwas haben. Klingenschaden 60, Klingenschaden 70. Eine helle Barde. Da würde mich eher die Bartaxt hier interessieren. Die dann, aber die kann ich ja noch gar nicht. Stimmt. Und die hier, eine helle Barde. Sie macht halt mehr Schaden, ne? Ist halt eine große Waffe. Das, was ich eigentlich will. Eigentlich müsste ich die helle Barde nehmen. Ganz ehrlich. Und dann als nächstes das, sobald ich die notwendige Stärke habe. So, hier haben wir haufenweise Kopfnuss und Feuerpfeile.
gut, gut. Haben wir hier irgendwas, was etwas bringen? Verwandlungs-Scavenger. Okay. Okay, ist der Dieb noch da oder habe ich den auch getötet? Der mir Diebesgelumbe beibringen kann. Hast du das? Ich habe die goldenen Pokale verschwinden lassen. Ich habe die goldenen Pokale verschwinden lassen. Ich hoffe, dass dir das gefallen wird. Tja, die goldenen Pokale kannst du bei jedem Händler für gutes Gold loswerden. Tja, die goldenen Pokale kannst du ja bei jedem Händler für gutes Gold loswerden. Gut. Und wenn du noch einen Job suchst, geh mal nach Ardea. Der Turmwächter Jack hat einen dicken Batzen Gold von den Rebellen kassiert. Verstehe. Okay. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Ja, feilschen, kann ich mich ausreden? Okay. Ist jetzt aktuell nicht das, was mich am meisten interessiert. Am meisten würde mich... Oh, wir haben 25 Lernpunkte. Okay. Also am meisten würde mich jetzt interessieren, dass wir noch 2 Punkte in Jagdgeschick stecken. Das sind wir bei 15, dann haben wir das. Das sind wir bei 130. Dann könnten wir... Wir können ja unseren Charakter verbessern. Das Reptilienhäuten noch nehmen. Hätten wir das, dann haben wir 15. Dann haben wir noch 10. Ja, und danach würde ich noch ein bisschen was in Stärke stecken, ne? Bevor wir hier Schlösser knacken und Feilschen lernen. Ja... Ja, Stärke stecken. Macht Sinn. Gut, einmal nach da unten. Mit Phil reden, dass wir die Reptilien ausnehmen können. Wie gesagt, wir brauchen das Gold. Deswegen machen wir das, auch wenn wir jetzt viel Loot haben. Wir müssen das aber auch sinnvoll in unseren Charakter stecken. Und ich glaube, wir haben 2 Level-Ups gehabt, ne? Von 8 auf 11. Von 9 auf 11 dann demzufolge. Bei 25 Lernpunkten, 5 hatten wir noch nicht ausgegeben, ja. Das kommt hin. So, bist du wach? Kann ich mit dir reden? Warum weckst du mich? Ja, sorry, ich will was lernen. Bring mir was über die Jagd bei. Genau, so. Jagdgeschick. Gut so. Nur weiter so. So, und jetzt noch Reptilienhaut abziehen. Zeig mir, wie ich Reptilien heute abziehe. Die meisten Reptilien sind zähe Mistviecher. Wenn du die Haut lösen willst, schneide sie vorsichtig an. Dann ziehst du sie von hinten nach vorne ab. Aber mach es ganz langsam. Ja, perfekt. Das war das, was mich interessiert hat. Immer noch Gold über. Ich dachte, ich muss verkaufen. Ich muss drauf achten, wenn ich mal jemanden finde, der mir Feilschen beibringen kann. Oder was zählt denn das? Der Diebeskunst. Okay. Das lohnt sich so schnell nicht. Also suchen wir jetzt erstmal jemanden, der mir noch Stärke beibringen kann. Ich weiß aktuell nicht, wo jemand ist, der mir Stärke beibringen kann. Ich hoffe, dass es im Rebellenlager jemanden gibt. Bin mir da aber nicht sicher. Der es mir hier beibringen konnte, der lebt nicht mehr. In Khabdun. Und ich würde auch sagen, wir verlassen jetzt mal Khabdun. Wir können später zurückkommen. Und gehen jetzt mal zum Rebellenlager zurück. Und reden mal mit denen und gucken, was die dazu sagen. Dass wir die Rebellen zerstören, dass wir Khabdun von den Orks befreit haben. Ob die Rebellen vielleicht dann Bock haben, sich hier ein Haus zu nehmen? Glaub zwar nicht, aber probieren wir es einfach mal aus. Ich weiß immer noch nicht, was ich dazu sagen soll, dass ich letzte Folge ernsthaft dieses komplette Rebellenlager auseinandergenommen habe. Mit der Meinung, das können wir jetzt mal so machen. Wir kamen es ehrlich gesagt nicht so vor, wie als wäre das so gewollt gewesen. Wobei ich ja sagen muss, dass das vom Spielsystem her nun mal das auch jetzt nicht unmöglich war. Was aber wieder der Aussage geschuldet ist, was ja auch wieder, wenn schon solche Aussagen kommen, ich zustimmen muss, wenn es stimmt. Dass es recht leicht war, zu kämpfen. Also die Kämpfe waren jetzt keine riesen Herausforderung. Was jetzt nicht ganz stimmt, sie waren schon schwer, aber sie waren jetzt nicht so schwer, dass es gar nicht ging. So. Wer war denn das? Warst du das, der mich stärker machen konnte? Nee. Am besten übernehme ich das selbst.
Muss selber erst schauen, ob ich den überhaupt finde. Wir gehen mal nach unten. Ich glaube, der war hier unten. Es kann auch sein, dass ich jetzt den Anschluss zur Main Story irgendwie verloren habe. Das kann natürlich auch sein. Nicht, dass ihr da jetzt denkt, dass das hier schon alles klar ist. Das kann immer noch alles schief gehen. Ich glaube, bei ihm konnte ich stärker werden, oder? Nee. Bei dir? Nee, das ist der Anführer. Sind der hier drinne? Mann, nein, was Norris. Willst du? Würdest du mich im Kampf würdest unterrichten? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Da, Stärke. Zack. Weiter so. Mehr geht nicht, ne? Jetzt habe ich 5 Lernpunkte über. Die Frage, wo die direkt hier reinstecken. Ich stelle mich ganz kurz mal in eine ruhige Ecke. Und jetzt könnte ich als nächstes... diese Waffe anziehen. Die Bartaxt. Die mir am meisten zusagen... Nee, halt, stopp. Das ist richtig? Klingenschaden 40? Das ist... Es macht noch nicht mal Sinn, weil die sogar weniger Schaden macht. Und sie ist auch noch abgenutzt. Okay. Warum habe ich das geskillt? Wettkampf benötigt Stärke. Keine Ahnung, warum ich das geskillt habe. Eine schlechtere Waffe nötigt mehr Stärke. Na gut. Habe ich noch Gold für den nächsten Skill? Habe ich. Gut. Dann erstmal noch wenigstens den letzten 5 Stärkepunkte. Nee, wir reden erstmal kurz mit ihm hier. Mal gucken, was er sagt. Einmal speichern. 3 Minuten haben wir noch. Komm. Khabdun ist befreit. Khabdun ist befreit. Das ist sehr gut, mein Freund. Dann gilt unsere Aufmerksamkeit ab sofort dem Wiederaufbau der Küstenregion. Hier hast du deinen Anteil. Wir müssen weiterkämpfen. Für den König. Für den König und jetzt? Was willst du? Ernsthaft? 6 Rebellengold. Finde alle Feuerkelche für die Feuermagier. Du musst den Feuerkelch zu dem Feuermagier bringen. Sie suchen nach ihm. Okay, ich habe den Anschluss für die Mainquest verloren. Jetzt ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo es weitergeht. Gescheitert, wenn es räumt auf. Ich werde bis zum Tod kämpfen. Ist das ein Problem, dass Wenzel gestorben ist? Gothic 3, Wenzel gescheitert. Jetzt ist die Frage, wie geht's jetzt hier weiter? Khabdun befreit ist ja. Also ich muss ja tatsächlich sagen, bin ein wenig enttäuscht. Also, ich habe einfach mal gar keine richtige Aufgabe mehr jetzt. Ich kann mir jetzt irgendwas ausdenken, was ich mache. Aber ich hatte gehofft, dass ich wenigstens jetzt noch eine Quest bekomme, wie es weitergeht. Ich weiß halt nicht, ob die Quest, dadurch, dass Wenzel gestorben ist, ein Problem war. Oder ob, wenn Wenzel überlebt hätte, das auch nicht anders gegangen wäre. Aber wir haben zwar jetzt Khabdun befreit. Hat schon, wir könnten noch nach Ardea laufen. Ich glaube nicht, dass da jemand ist. Und das interessiert mich.
Ich will ganz kurz in dieser Folge noch fix nach Ardea laufen. Ja. Diese kurzen, etwas länger stört mich gerade mal nicht. Und gucken, ob ich da eine Quest bekomme. Weil wenn nicht, dann muss ich gleich mal googeln, wo es jetzt weitergeht. Und ob ich jetzt an ein altes Savegame ran muss, weil es ist verwunderlich. Die sind auch nicht hier. Mann, was willst du? Das sind beides Flüchtlinge, Fischerflüchtlinge, okay. Und auf in die Stadt nach da oben. Das ist echt bitter, was hier gerade passiert. Nicht zu wissen, wo es weitergeht. Gar keine Quest als Anhaltspunkt zu haben. Befreiter Sklave, befreiter Sklave, befreiter Sklave. Rebell, Rebell. Was ist mit dir? Sagst du mir irgendwas? Gut, dass die Rebellen jetzt hier sind. Ich hoffe, die Orks lassen uns hier noch eine Weile in Ruhe. Ja, war jetzt auch nicht so hilfreich. Händler, befreiter Sklave. Rebell, befreiter Sklave. Ja, vermutlich sind die relevanten Charaktere in den Gebäuden drin, ne? Obwohl das so aussieht, als wenn ich hier irgendwo Gebäude reingehe, dass ihnen das nicht so gefällt. Also, ne, ich muss ganz ehrlich sagen. Wir sehen uns. Ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Ich werde das jetzt auch mal ganz kurz ergoogeln, weil das ist jetzt ein echt unschöner Zustand. Ich kann jetzt einfach in irgendeine Stadt latschen und gucken, was da passiert. Aber ich habe ja noch nicht mal eine Stadt richtig genannt bekommen. Also, ich habe, finde Xadas, finde die Feuerkelchmagier. Da wurde mir, glaube ich, auch gesagt, wo die sind. Aber ich weiß nicht wo. Wir haben noch Ardea. Wo ist denn Ardea? Also das wäre die Diebesgilde. Da will ich eigentlich gar nicht hin. Nur so. Ja, Ardea steht noch nicht mal drinne hier. Wunderschön. Doch hier, Ardea. Ich habe damit kein Problem. Der Turmwächter Jack, den dicken Batzen Gold von den Rebellen kassiert. Der Turmwächter Jack. Was kann denn schon groß passieren? Okay, gut. Wir suchen nächste Folge weiter. Ich gucke jetzt erstmal selber, warum es hier keinen weiteren Voranschreiten gibt und ob ich vielleicht doch wieder ein paar Safe Games zurückgeben muss, weil das falsch war, was ich gemacht habe. Ich weiß es tatsächlich wirklich auch noch nicht. Ich bedanke mich aber jetzt erstmal soweit fürs Zuschauen. Mit einem gemischten Gefühl verlasse ich jetzt tatsächlich nach der Aufnahmesession, obwohl ich noch eine Folge machen muss, das Spiel und ja. Na gut. Lasst noch einen Daumen nach oben da, damit mir schreibt ein Feedback. Ich freue mich jeden Scheiß. Und sag mal zum Schluss. Tschüss.